Ich kam gestern kurz nach den Streifenbeamten in der Wiedenmeierstraße an. Es war 23.40 Uhr. Ein Mann lag besinnungslos im Rinnstein, einige Meter weiter sein Fahrrad. Auf der Straße einige Splitter von einem Autoscheinwerfer und eine vermutlich dem Radfahrer gehörende Mütze. Bleiben Sie nur da, Warniger, wir sind gleich fertig. Zwei Zeugen gaben übereinstimmend zu Protokoll, dass ein weißer, eventuell ein beiger Sportwagen, vermutlich ein 220er, den Radfahrer streifte, ihn umwarf und dann mit abgeschalteten Lichtern über die Isarbrücke davonraste. Ich habe natürlich sofort eine Fahndung an alle Isarwagen durchgegeben, aber... Da stand der Wagen wahrscheinlich schon wieder in der Garage, was? Ja, wahrscheinlich hilft uns der zerbrochene Scheinwerfer weiter. Ich habe heute Morgen alle Werkstätten benachrichtigt, auch die Presse um Mithilfe gebeten. Auch die Ausfallstraßen werden ebenfalls überwacht. Und was ist mit dem Verletzten? Ja, ein gewisser Karl Kobler aus der Clemensstraße. Er kam sofort in das Elisabeth-Krankenhaus. Schwere Gehirnerschütterung. Der Mann ist nicht vernehmungsfähig. Mitterer? Ja, Moment. Für Sie, Steiner. Ja. Oberinspektor Steiner. Weiß? Welcher Scheinwerfer? Schicken Sie den Mann sofort in mein Büro. Ein 220er-Fahrer hat versucht, ein Scheinwerferglas zu kaufen. Sie entschuldigen. Fröschel, Sie begleiten mich. Bitte. Na, wenn das der Richtige wäre, dann ging es ja wie geschmiert. Na? Aber Sie scheint es eher zu stören, Warninger, was? Nein, nein, das nicht gerade. Aber wenn ich so sehe, wie sich der Steiner einen Fall um den anderen unter Nagel reißt, dann stinkt er mir schon greislich, dass ich nur noch ZBV bin. Jetzt passen Sie auf, Warninger. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Kümmern Sie sich halt ein bisschen mit um diese Fahrerflucht. Ja, einverstanden? Ja, und wenn ihn der Steiner schon hat? Auf das wissen Sie doch selber, wenn der Bursche nicht gleich gesteht, dann... Also packen wir's. Aber passen Sie auf Ihr Kreuz auf, gell? Ja, das größte Kreuz habe ich mit dem ZBV. Auf Wiedersehen, Herr Mitterer. Alles Gute, Wallinger. Danke. Protokoll Bernd Bossart, München 23, Herzogstraße 18. Ich war gestern bis 22 Uhr in meinem Stammcafé Espania Espresso. Anschließend fuhr ich mit meiner Freundin Monika Rasch in deren Wohnung Schellingstraße 71, wo ich bis 12 Uhr nachts blieb. Ist das etwa verboten? Wir haben Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Was Sie da gespielt haben, interessiert mich nicht. Weiter. Kurz nach 12 Uhr habe ich meine Freundin verlassen und bin nach Hause gefahren. Ich benutzte die Straßen Schelling, Bara, Nordend, Belgrad und Herzogstraße. Dort parkte ich den Wagen vor dem Haus Nummer 18 und ging sofort schlafen. Heute Morgen, als ich gegen 10 Uhr zu meinem Wagen ging, bemerkte ich, dass unbekannte Täter... Stört Sie was daran? Im Gegenteil. Sehr gut formuliert. Wohl überlegt. Dass unbekannte Täter das Glas des rechten Scheinwerfers gestohlen hatten. Der Chromring, der das Glas hält, lag unter dem Wagen. Wo Sie ihn auch genau fanden? Ich habe natürlich nachgesehen. Weil Sie wussten, dass die Täter, die unbekannten Täter, nur das Glas brauchten. Reden Sie ruhig. Ich habe für die Zeit von 10 bis 12 ein einwandfreies Alibi. Alles andere ist mir egal. Ich fuhr mit dem Wagen zur nächsten Reparaturwerkstätte. Als ich dort ein Scheinwerferglas kaufen wollte, wurde ich von zwei Beamten ins Präsidium gebeten. Ich werde mich beschweren und zwar an der richtigen Stelle. Verlassen Sie sich darauf. Das bleibt Ihnen unbenommen. Bitte unterschreiben Sie hier, dann können Sie gehen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie die Stadt nicht verlassen dürfen. Ihr Wagen bleibt zum Zwecke weiterer Untersuchungen beschlagnahmt. Dagegen können Sie Einspruch erheben. Das weiß mein Rechtsanwalt wohl besser. Sie hören von mir. Wir haben ihn wieder laufen lassen. Ja, aber wer sagte denn, dass der Wagen von dem Bossart die ganze Zeit vor der Haustür gestanden ist? Er könnte doch auch einen Spezi geliehen haben und den jetzt decken. Das ist nur so ein Tipp. Naja, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass der vom Parkstreifen losgerast ist und hat den Raubfahrer mitgenommen. Das geht doch auch. Da zum Beispiel. Da könnte er geparkt haben. Aha. Okay, Herr Warninger, gehen Sie halt mit. Ich? Nein, ich bin ja bloß mitgekommen, weil mein Motorrad gleich da um die Ecke ist. So. Grüß Gott. Grüß Gott. Wohnen Sie hier im Haus? Ich bin die Hausmeisterin. Ach so, ja. Dann können Sie mir vielleicht sagen, ob einer Ihrer Mieter einen silbergrauen 220er fährt, ein Coupé. Also ein Wagen hätte Ihnen doch sicher auffallen. Wissen Sie, Garagen haben wir nicht und was hier so raus und rein geht, wenn der Tag lang ist, habe ich keine Ahnung. Ja, aber vielleicht wissen Sie, ob einer in dem Haus öfters Besuch kriegt von einem Fahrer mit so einem Wagen? Ja, die Fräulein Weiser, die habe ich schon ein paar Mal in so einem Wagen sitzen sehen. Wissen Sie, die ist Fotomodell, die kennt einen ganzen Haufen solcher Playboys. Da kommen sie manchmal mit zwei, drei von den Wagen. Weiser, ist sie das? Ja, im sechsten Stock. Aber ich glaube, ich habe sie vorhin weggehen sehen. Tja, kann man nichts machen.
Soll ich ja was ausrichten? Nein, nein, lass es nur. Wir kommen dann später noch mal vorbei. Dankeschön. Wiedersehen. Bitte schön. Wiedersehen. Also ich sehe da einen Zusammenhang. Ja, ja, ja. Playboy hat es gesagt. Das passt genau auf den Boss halt. Das ist nämlich so ein Stinkz. Ja, ja, aber sie hat doch von einem Haufen Playboys geredet. Sag mal, hast du eine Ahnung, wo sich diese Burschen treffen? Nee, meistens auf so Partys oder in sündteure Bars und Espressos. Der Boss hat auch. Freilich. Der hat sogar ausgesagt, dass das España Espresso sein Stammcafé ist. Da hockt er jeden Tag. Also ob sich diese Playboys wohl untereinander kennen? Das bleibt doch nicht aus. Ja, freilich, du hast ganz recht. Ich kenne ja in meinem Moorbad auch schon fast jeden. Da ist zum Beispiel der alte Reinl, gell? Ja. Das ist ein pensionierter Eisenbahner. Dann ist der Moos. Herr Wanning, ich muss aber jetzt gehen. Ja. Der Steiner interessiert sich sicher für diese Weise da. Ja. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Moor. Nein, das Moor hat seine Schuldigkeit getan. Heute kriege ich eine Unterwassermassage. Bossert war also den ganzen Abend bei Ihnen in der Schellingstraße? Ja. Fräulein Rasch, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich hier nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Ein Mann ist angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem wissen Sie, dass Sie diese Aussage vor Gericht beeiden müssen. Ja. Haben Sie sonst noch Fragen? Nein. Ich danke Ihnen. Sie hören wieder von mir. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Ach, verbinden Sie mich doch bitte mal mit der Unfallstation vom Elisabeth-Krankenhaus. Sofort, Herr Oberinspektor. Fröschel. Fröschel! Ja? Herr Oberinspektor. Na, haben Sie was erfahren? Ja, ja, ja. Die Hausmeisterin hat erzählt, dass ein Mädchen namens Ingrid Weiser öfter Besuch von solchen Sportwagenfahrern hat. Also ich glaube, da könnte... Glauben Sie nichts. Schicken Sie jemanden hin, der das Haus überprüft. Und falls der gesuchte Wagen vorfährt, soll der Beamte mich sofort anrufen. Anrufen, ist richtig. Gut. Oberinspektor Steiner. Ja, sagen Sie, ist der Patient Karl Kobler schon... Ach so. Danke, ich komme sofort. Und versichert bin ich auch. Ja, Vollkasko. Hier sind die Schlüssel. Danke. Und die Papiere. Ja. Wenn Sie bitte einsteigen wollen. Ja. Und wo ist die Kurbel? Ja. Die gute alte Zeit. Ja. Aha. Das ist der Kompass. Ja. Darf ich Ihnen erklären? Nein, 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 brauchen Sie nicht. Ich kenne mich schon aus. Barometer, Tachometer, Thermometer. Warum haben Sie Angst um Ihr Automobil? Nein, nein, das brauchen Sie nicht haben. Handbremse. Was? Handbremse lösen. Ja, das ist eine gute Idee. Auf Wiedersehen. Die Schwester hat mir eben gesagt, dass er bei Besinnung ist. Er war auch einige Minuten bei Besinnung. Ich kann Ihnen noch sagen, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach durchkommen wird. Aber Sie können und dürfen ihn noch nicht vernehmen. Herr Doktor, ich könnte mich auf eine, höchstens zwei Fragen beschränken. Tut mir leid, Herr Kommissar. Oberinspektor. Das ändert auch nichts. Aber es liegt doch im Interesse des Verletzten, wenn der Täter so schnell wie möglich... Hier gibt es nur ein Interesse, die Genesung des Patienten. Bitte, Herr Kommissar, ich habe sehr viel zu tun. Sobald der Patient in der Lage ist, Ihre Fragen zu beantworten, lasse ich Sie das wissen. Sie entschuldigen mich. Bitte. So, da haben Sie den Frack. Jetzt sagen Sie mir bloß, zu was brauchen Sie diese Maskerade? Fragen Sie nicht lang, das ist meine Berufskleidung. Und jetzt probieren wir noch ein paar Vokabeln. Los. Vokabeln. Also. Was heißt Kaffeehaus? Saftladen. Stimmt. Eine Frau schwärmerisch umwerben. Den Liebesfilm laufen lassen. Richtig. Mit der Angebeteten ins Theater oder Konzert gehen. Den Kulturfilm zeigen. Gut. Dem Freund sein Mädchen abspinstig machen. Abstamm. Also Sachen sind da das. C'est la vie. Was? Ah, das verstehen Sie nicht. Jetzt schnell noch ein paar Einzelwörter. Einzelne. Ja. Da. Hübsches Mädchen. Dufte Biene. Auto. Schlitten. Schaukel. Kiste. Mhm. Ich glaube, jetzt langt's. Ja? Ja. Frau Burgmüller, Sie haben mir sehr geholfen. Ich glaube, ich bin fit. Bussi. See you later. Hä? Ciao. Spinne, der Teufel, spinne.
Cognac, zweistöckig. Moin. Ist der Fahrer des PKW MPK 25? PKW MPK 25. Was ist denn mit meinem Schlitten? Wollen Sie kaufen? Machen Sie keine Witze. Sehen Sie das Halteverbotszeichen da? Ach, Sie meinen das da bei meinem Wagen? Jetzt fahren Sie mal den Wagen da weg. Da steht jetzt doch lieber das Schild weg, dann stimmt's auch wieder. Wären Sie nicht frech, dass Sie den Wagen abschleppen. Nein, machen Sie bloß keine Umstände. Wer ist denn die Neuerscheinung? Kennt ihr die? Nee. Jetzt passt es auf. Das ist ja ganz anders. Für das Parken im Halteverbot kriegen Sie eine Anzeige, da gibt's gar nichts zu reden. Bitte Ihren Führerschein. Na, also jetzt hören Sie mal gut zu. Ich bin dienstlich hier und alles, ja, so einen Dienst möchte ich auch haben. Also alles, was ich hier aufgeführt habe, das hat einen bestimmten Zweck. Da wollen Sie mir vielleicht sagen, dass Sie hier dienstlich falsch geparkt haben. Genau. Und da soll noch einer behaupten, die Polizei denkt nicht. Sie kriegen eine Anzeige wie jeder andere, dass Sie Kripo-Inspektor sind, interessiert mich dabei überhaupt nicht. So, also dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Können Sie mir vielleicht 5 Mark wechseln? Nein, dann schreibst du das gleich dazu, geht's in einem aufwaschen. Na, 5 Mark? Das Rindvieh zeigt mich an. Das übertragen Sie wohl auch nicht mit der Polizei, was? Nein, ich kann keine Uniform sehen, nicht einmal die von der Feuerwehr. Na, den zu viel sind noch größere Trottel. So, abwarten. Ein steiler Zahn. Danke. Danke, mein Schatz. Ich zahle dir. Hast du dich aber heute fein gemacht? Wenn du kommst. Servus, Monika. Servus, Ingen. Wann ich mich vorstellen dürfte, Waldleitner wäre mein Name. Von einem Weiser? Der steile Zahn. Bist du mit den Aufnahmen fertig geworden? Morgen nochmal. Sind Sie beim Film? Was heißt Film? Sie haben Deutschlands verführerischtes Fotomodell vor sich. Ja. Die wird heißer, siehst du Ingrid Weißer. Oh. Du warst auch schon besser. Ich habe meinen Witz heute schon bei der Polizei verausgabt. Was war denn los? Irgendwer hat mit dem 220 einen Radfahrer erwischt und dabei seinen Scheinwerfer zerbröselt. Weil man mir in derselben Nacht ein Glas geklaut hat, wollen die Polypen mich dran kriegen. Na, vielleicht hat der das Glas geklaut, der den Unfall gebaut hat. Jedenfalls hat er es doch brauchen können. Und kaufen war ihm sicher zu gefährlich. Na, ist doch egal, wer es gemacht hat. Ich habe jedenfalls ein Alibi. Ich musste dafür aufs Präsidium. Wenn du willst, kann ich denen ja bestätigen, dass ich die Nacht Söldner Monika angerufen habe. Hat man dich eigentlich noch nicht angehalten? Na, ich, wieso? Meine Scheinwerfer sind doch in Ordnung. Ach, Sie fahren auch einen 220er? Na, ich kaufe mir demnächst einen 300er. Gut, fährst du mich heim? Ich habe Bernhard schon versprochen, gleich abzusetzen, weil er hat seinen Wagen ja beschlagnahmt. Wo wohnen Sie denn? Ich bringe Sie gerne heim. Wiedenmeierstraße, danke schön. Ich hol schnell meinen Mann. Ja, das noch ich. Guck. Du sag mal, lad mal den Typ für heute Abend ein, den kochen wir ab. Gute Idee. Bitteschön. Sagen Sie mal, haben Sie nicht Lust, heute Abend zu mir zu kommen? Party mit Knobeln. Knobeln? Kommen Sie auch? Natürlich. Okay, wann denn? Servus, Monika. Um 9 bei mir, hier ist meine Adresse. Servus. Bye, bye. Servus. Guten Tag, Frau Birk. Mahlzeit. Na, Herr Miedero, haben Sie das Ergebnis? Ja, der Scheinwerfer ist wie bereits vermutet von den Polarwerken. Ah, ja. Und unsere Analyse, der Lacksplitter gab, dass der Lack von den Pintura-Werken stammt. Mhm. Er wird dort unter der Bezeichnung Perlweiß Nummer X104-14 Panther hergestellt. Sehr gut, danke. Das heißt also, dass die Zeugen richtig gesehen haben? Zweifellos. Haben Sie Bossards Wagen schon auf Lackschäden untersucht? Nein, noch nicht. Aber ich mache das gleich selber. Gut, und dann geben Sie mir Bescheid. Sobald ich fertig bin. Ein wenig Sonne hier. Und die Aussicht auf den Hinterhof mit den Mülleimern ist auch nicht gerade hinreißend. Aber dafür ist es ruhig. Das Star-Mannequin wie Sie ist ja wahrscheinlich tagsüber sowieso sehr selten zu Hause, oder? Na, und nachts kann Ihnen doch der Hinterhof egal sein. Genau, ich liege lieber auf der Couch, lese Rambo und höre Schallplatten. Klassische oder Jazz? Das kommt darauf an. Auf die Stimmung? Oder auf die Gesellschafter? Auf beides natürlich. Ja? Na, was wollen wir dann jetzt auflegen? Liebe am Nachmittag, wäre das nix? Oh lala, Sie gehen aber ran. Tut's cool Jazz auch? Ja, auf den stehe ich ganz närrisch. Hm.
Was haben Sie denn gestern gehört? Mit dem Knaben, der Ihnen die Pflanzen da gebracht hat? Sind Sie nicht ein bisschen zu neugierig? Kann schon sein. Aber ich teile nicht gern mit einem anderen. Ihre Offenheit ist entwaffnend. Sie dulden wohl keine Nebenbuhler. Wenn's nicht sein muss. Also, ist das Grünzeug von gestern? Meine Lieblingsblumen. Na, da schau her. Muss ein guter Freund sein, sonst wüsste das ja gar nicht. Sind Sie ein guter Freund von mir? Das wird sich rausstellen. Warum? Weil Sie jetzt auch wissen, dass das meine Lieblingsblumen sind. Stimmt. Ich werde die Konsequenzen ziehen. Jetzt muss ich aber leider gehen. Vielen Dank für den Kaffee. Wir sehen uns auf der Party. Und sagen Sie Ihrem Gemüsekavalier, dass ich ihm wahrscheinlich ins Gehege komme. Ich freue mich schon drauf. Das ist er, Herr Oberinspektor. Aha. Lass mal sehen. Keine Kratzer. Aber ich werde mir diesen Herrn trotzdem mal unter die Lupe nehmen. Warten Sie hier. Jawohl. Ja, der Herr Steiner. Herr Banninger, was machen Sie denn hier? Ich habe nur Kaffee getrunken. Vielleicht bei Fräulein Weiser. Sie sind ja ein Hellseher, Herr Steiner. Wie haben Sie das erraten? Ich habe Grund zu der Annahme, dass Fräulein Weiser den Fahrer dieses Wagens bei sich hat. Ist der noch oben? Nein, der ist gerade weg. Wann? Vor 2 Minuten. Was denn Sie? Na und? Kann ich Sie vielleicht irgendwo mit hinnehmen, Herr Steiner? Nein, ich habe einen Dienstwagen hier. Na, ist gern geschehen. Ihr pressiert's. Ciao. Ciao. Na, du Schlaf haben. Bist fertig? Servus. Ja, wir haben einige frische Kratzer an der Karosserie festgestellt. Die sind aber nicht mit Sicherheit auf den gestrigen Unfall zurückzuführen. Na, du bist gut, was soll ich noch an Steiner ausrichten? Ja, auf jeden Fall einen schönen Gruß von mir. Und dass ihm der Bursche durch die Lappen gehen wird, wenn er kein überzeugenderes Indiz findet. Oh, der wird erfreut haben. Ja, mei. Servus. Servus. Hey. Habe die Ehre. Auf geht's. Na, Herr Waldleitner, haben Sie nicht ein bisschen zu viel vorgenommen? Wieso? Das Unglück im Spiel ist doch ein bisschen happig. Ja, wenn ich vielleicht beim Spiel nichts gewinne, dann kann man immerhin noch einen kleinen Trostpreis abstauben. Na gut, ich halte ihn da. Ja. Wer soll's denn sein? Okay, das geht Sie doch nichts an. Hallo, Ingrid. So was Nettes. Na, ich freue mich, dass er was ich da habe. Sind das etwa Ihre Lieblingsblumen? Na? Wie habe ich das wieder erraten? Als ob Sie einen sechsten Sinn hätten. Herzlichen Dank, ich hole schnell Wasser. Ja, also Whisky wäre mir lieber. Oh lala, neue Masche, alte Schule. Ja. Noch ein Kavalier. Wieso noch einer? Ach, wir kennen uns doch. Ja, wir kennen uns doch auch. Ja, wir haben uns doch beim Espresso gesehen. Ja, ich kann hier. Du sollst gleich anfangen, wir gleich 100 Stunden fertig. Du sei vorsichtig, ganz so blöd wie er aussieht, ist er nicht. Das ist auch kaum möglich. Du sag mal, weißt du eigentlich, dass du die Chips hinterher bezahlen musst? Das wird er schon merken. Ach ja, du, noch was wegen gestern Nacht. Ich hab Monika eingeweiht. Bist du ein Bescheuert, sag mal. Ja, sie hat das gerochen und dauernd blöd gefragt. Ist doch besser, ich erzähle ihr, dass Ise anfängt rumzuschnüffeln. Was hat sie gesagt? Naja, ich wär blöd, aber das sei unsere Sache. Na schön. Lass uns das Länder entscheren. Den Bock meinst du? Oder so. Na, Herr von der Tann, gefallen Ihnen diese Blumen? Ja, mir nicht, aber Ingrid ganz bestimmt. Sie haben einen Knüller abgeschossen. Ja, ich habe heute einen Riecher. Ja, ist es ja mit unserer kleinen Ingrid ganz weich, verstehen Sie? Ich möchte mich daran erinnern, dass ich gestern nicht weich geworden bin, trotz deiner Blumen. Also, was ist los? Sind wir zum Flirten oder zum Arbeiten hier? Los, jetzt wird gewürfelt. Ich glaube, also, wir tun am besten beides, nicht? Ich gebe erstmal für 100 Mark Chips aus. Seid ihr einverstanden? Die reichen 50. Ich bin mit allem einverstanden. Also, noch jemand Whisky? Nein, danke, ich habe noch. Also, 10 Mark für die 13, wer hält mit? Ach, ich sage 4 und gehe mit. Ach, so was Dummes, entschuldigen Sie bitte, ich habe was vergessen. Könnte ich vielleicht einmal schnell bei Ihnen telefonieren? Ja, natürlich, draußen im Flur ist der Apparat. Dankeschön, ich bin gleich wieder da. Gehst du mit? Ja, höher 40. Ich gehe mit. Abheben. Gut. Hallo, Steiner. Entschuldigen Sie die Störung. Ja, ich wollte Ihnen nur einen guten Tipp geben. Ja? Kommen Sie doch heute noch einmal beim Bossert vorbei und schauen Sie sich ein bisschen um. Ja, aber bringen Sie einen Haussuchungsbefehl mit. Aber Spatzi, nein, ich kann doch nicht kommen. Ja, ich rufe dich morgen wieder an, ja? Servus, Bussi. Banninger, sind Sie betrunken? Was soll ich wollen?
Wir machen sofort eine Haussuchung bei dem Bossart. Bestellen Sie einen Wagen. Die 1 macht 11, ich verdoppele. Ja, da geh mit. Wie viel brauche ich jetzt? Mindestens 2. 4. 11 mit Stecken. Ich verdoppele nochmals. Jetzt wollen Sie es aber wissen. Es wird ja langsam Zeit. Sie legen vor. Gern. 2. Bitte. Wahrscheinlich Karin. Die wollte nachkommen. Hm? 1. Das darf nicht wahr sein. Das ist ja unheimlich. Bleib mir noch 50. Ich wollte noch 50. Jetzt erhebe ich um 50. Polizei! Sie durchsuchen die Wohnung. Guten Abend, Herr Bossart. Wer hat Ihnen erlaubt, hier hereinzukommen? Hier ist der Haussuchungsbefehl. Und hier ist das Ergebnis der Suche. Was soll denn das? Was wollen Sie mit dem Zeug? Dieses Zeug sind Scheinwerfersplitter. Und zwar diejenigen, die Sie nach dem Unfall aus Ihrem Wagen herausgenommen und dann in den Mülleimer geworfen haben. Das ist doch idiotisch. Glauben Sie denn wirklich, wenn jemand einen Mann umfährt, dass er dann einen Indiz in die eigene Wohnung legt? Herr Bossert hat recht. So blöd ist wohl keiner. Ja, wie kommen dann die Splitter in den Müll? Ich hab's. Die muss jemand anderer reingeworfen haben. Aber warum? Um Bernd ins Gefängnis zu bringen. Lassen Sie sich was einfallen, Fräulein Rasch. Denn bei Ihnen geht's um wissentlich falsche Aussage und um Beihilfe. Aber Herr von der Tann hat doch im Kaffeehaus gesagt, er könnte das Alibi bestätigen. Jawohl, Herr Inspektor. Herr von der Tann kann bezeugen, dass Bernd bei mir war. Er hat kurz nach 12 noch angerufen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihre Aussage vor Gericht wiederholen müssen. Das war vorgestern, als ich angerufen habe. Du hast gestern angerufen. Das weißt du sehr genau. Aber das kannst du doch zugeben. Ich muss Sie ersuchen, mitzukommen, Herr Bossart. Ich denke nicht dran. Dann lasse ich Sie verhaften. Nein! Du bist ein so gemeiner Hund. Los, sag's! Halt die Schnauze. Er war's. Er war gestern bei Ingrid in der Wiedenmeierstraße. Sag doch, dass das stimmt. Er hat den Radfahrer gestreift, ist nach Hause gerast und hat Bernd bei mir angerufen, damit er ihm sein Scheinwerferglas gibt. Bernd hat's gemacht, weil er ein Alibi hatte. Und jetzt soll Bernd für ihn sitzen. Lass dir das nicht gefallen! Du bist blöd. Wir hätten uns nie was beweisen können. Abführen. Alle beide. Jetzt möchte ich nur noch wissen, ob wirklich der Bossert die Glassplitter in den Mülleimer geworfen hat. Vergiss es doch, die Splitter, Herr Steiner. Sie könnten sonst noch jemanden in einen falschen Verdacht bringen. Am besten, ich nehme sie gleich mit, als Souvenir. Was haben Sie hier eigentlich gespielt, Wanninger? Gewürfelt haben wir. Sie wissen genau, was ich meine. Können wir fahren, Herr Oberinspektor? Ja. Nehmen Sie mich mit, Herr Steiner. Ja, haben Sie denn Ihren Sportwagen nicht mehr? Doch, doch, aber ich habe leider mein Scheinwerferglas zertrümmert. Beim Parken. Wanninger. Guten Abend. Guten Abend. Komm, Fröschel. Ja, guten Abend.